Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir haben gerade schon gesprochen. Wir freuen uns total, dass ihr gekommen seid. Die Konkurrenz heute Morgen ist ja mit Andrea Nahles und dem digitalen Kapitalismus und mit Daniela Kolbe und andere zum Thema Hartz IV abschaffen durchaus beachtenswert. Wir freuen uns, dass ihr trotzdem zu uns gekommen seid. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich darf Rainer Hoffmann, den DGB-Vorsitzenden, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Unsere Arbeitswelt wandelt sich. Sie vernetzt sich stärker, sie wird globaler, sie wird digitaler und wir dürfen zur Kenntnis nehmen, dass sich viele Arbeitsplätze dadurch auch wandeln. Und die Frage ist, wenn die SPD die Partei der Arbeit ist, wie muss dann die SPD darauf reagieren? Wie sollten wir reagieren? Wir an der Stelle mit dem Thesenpapier, das wir verfasst haben, sind eine Gruppe von 12 jungen und alle neu gewählten Bundestagsabgeordneten. Eine weitere davon ist Josefine Ortleb, die ich herzlich begrüßen möchte. Der Johannes Schraps ist auch noch da, der war gerade da, der kommt bestimmt gleich wieder. Und wir haben uns hingesetzt, wir haben im Winter zum Thema allgemein SPD erneuern schon mal ein Papier geschrieben, das auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit dann erfreulicherweise damals erfahren hat. Und dann gab es diesen Erneuerungsprozess der SPD, dass die SPD, der Parteivorstand, 4 Lenkungsgruppen eingesetzt haben. Diese Lenkungsgruppen haben zu 4 verschiedenen Themen Fragen formuliert. Und wir haben mit unseren Thesenpapieren in 4 Thesenpapieren Fragen davon beantwortet. Diese Thesenpapiere liegen hier aus, auf den hinteren Tischen. Die sind aber auch digital bei uns auf den Homepages oder ihr schickt uns einfach eine Mail, wenn ihr Interesse daran habt. Über eins dieser Thesenpapiere wollen wir sprechen heute, und zwar das zum Thema Arbeit von morgen, gute Arbeit. Und wir haben uns, als wir das Thesenpapier zum Thema Arbeit verfasst haben, 4 Punkte als zentral herausgegriffen. Wir haben gesagt, wir brauchen auch in der Zukunft für gute Arbeit erstmal einen starken Staat, der in der Lage ist, Schutz vor den Risiken einer sich wandelnden Arbeitswelt zu geben und der in der Lage ist, Arbeit zu garantieren. Wir brauchen zweitens gute Arbeitsbedingungen. Das beschränkt sich nicht nur auf gut bezahlte Arbeit, sondern gute Arbeitsbedingungen bedeuten auch, dass wir einen Zusammenhalt unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen und dass wir Mitbestimmung in den Betrieben, Mitbestimmung am Arbeitsplatz ermöglichen. Drittens brauchen wir Arbeitsplätze, die heute den Anforderungen gerecht werden, dass sie Selbstbestimmung ermöglichen, sowohl am Arbeitsplatz, sowohl bezogen auf die Anerkennung von der Arbeit, als auch, dass wir immer unterschiedlichere Lebensmodelle und Lebensphasen haben, die mit einer Arbeit, mit einer guten Arbeit vereinbar sein müssen. Und wir brauchen eben, weil es einen so großen Umbruch in der Arbeitswelt gibt, weil die Digitalisierung nicht nur vor der Haustür steht, sondern mitten in den Betrieben angekommen ist, ausreichend Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit diesen Umwälzungen der Digitalisierung zurechtzukommen, Schritt zu halten, davon profitieren zu können. Das waren die 4 Perspektiven, die wir zugrunde gelegt haben, und wir haben dann dieses Debattenpapier verfasst und haben dazu gesehen, dass wir nicht nur eine ganz grobe, allgemein gehaltene Vision von guter Arbeit haben, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen auch konkrete Forderungen aufstellen, und über die wollen wir heute sprechen. Und dafür freuen wir uns, dass du da bist, Rainer. Ich will dich noch kurz vorstellen. Du warst ganz lange Leiter der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, bist dann nach Brüssel gegangen als Direktor des Europäischen Gewerkschaftsinstituts, bist da dann stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes gekommen, bist von Hause aus IGBCEler, das heißt, du warst Landesbezirksleiter der IGBCE im Nordrhein und bist seit 2004 Mitglied des Bundesvorstands des DGBs und jetzt auch schon seit ein paar Jahren der Vorsitzender. Schön, dass wir diese Expertise von dir abrufen können, denn letztlich ist der DGB, glaube ich, wie keine andere Organisation außerhalb der Parteien jemand oder eine Organisation, die sich mit dem Wandel der Arbeitswelt beschäftigt. Zum Einstieg möchte ich eine Forderung der 12er Runde aufgreifen. Wir haben uns viel darüber Gedanken gemacht, wie heutzutage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überhaupt definiert sind
und wie die rechtliche Definition eines Betriebes ist, ob die überhaupt noch ausreicht. Denn, um ein Beispiel zu nennen, wenn wir einen Clickworker haben, der in Bielefeld sitzt, der aber international übers Internet ausgeschriebene Arbeiten verrichtet, da Projektarbeit verrichtet, dann hat diese Person, so ein Clickworker, nicht die Möglichkeit, an der Mitbestimmung im Betrieb teilzunehmen. Und wir sind der Auffassung, da müssen wir einen neuen rechtlichen Rahmen finden dafür, was die Organisationseinheit Betrieb oder Unternehmen angibt, wer alles darunter zu fassen ist, wie wir Mitbestimmung gestalten. Welche Vorschläge hast du oder hat der DGB dazu? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich finde es klasse, dass ihr mit diesen Fragen heute auch die Debatte bestreiten wollt. Ich halte die für extrem wichtig. Wir haben gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung eine Expertenkommission eingerichtet, Arbeit der Zukunft. Da sind diese Fragen auch alle behandelt worden. Und lasst mich eingangs vielleicht zwei Anmerkungen machen, warum wir nicht von Zukunft der Arbeit, sondern von Arbeit der Zukunft seit Jüngerem reden. Ich selber komme aus der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit der 70er und 80er Jahre. Da haben wir eigentlich immer über die Zukunft der Arbeit gesprochen, mit einem Fragezeichen dahinter. Sollte heißen, hat Erwerbsarbeit noch Zukunft? Damals waren wir sehr kritisch, technologische Innovationen, gibt es sowas wie technologische Arbeitslosigkeit, es gab Titelbilder vom Spiegel, Roboterhilfe machen euch arbeitslos. Und wir erleben jetzt wieder einen ganz rasanten technischen Wandel, sprich Stichwort Digitalisierung. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Prognosen, wie die Arbeitswelt sich entwickeln wird. Und da gibt es solche Studien wie von Osborne und Fry, Wissenschaftler von der Universität in Oxford, die mal schlapp behaupten, in den nächsten 20 Jahren entfallen 45%, 50% unserer Jobs. Ich halte das für falsch. Die Arbeit wird sich verändern, aber die Kernaussage für uns ist, Erwerbsarbeit wird auch in Zukunft ganz zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sein. Und Erwerbsarbeit ist mehr als nur Brotverdienst, sondern hat hohe gesellschaftliche integrative Funktionen. Und deshalb kommt es darauf an, Arbeit auch in der digitalen Ökonomie gut zu gestalten. Da stellt sich dann allerdings ganz fundamentale Fragen, die ihr zu Recht aufgegriffen habt. Wenn ich in der sogenannten Plattformökonomie eine Verwischung habe zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten und wenn wir uns ganz praktische Beispiele anschauen, eines der bekanntesten, was ich immer zitiere, ist Uber. Uber nimmt für sich in Anspruch eigentlich ganz effektiv Fahrdienstleistungen anzubieten, auf denen Plattformen Tausende von Menschen ihre Dienstleistung anbieten, aber Uber sagt, auch wichtig ist und mir auch, aufrechterhält, dass die Mindestlohnkommission dieses immer alle zwei Jahre entscheidet und dabei unter anderem nicht nur im Blick hat, wie war die Tarifentwicklung der zurückliegenden zwei Jahre, damit wir sozusagen eine Abhängigkeit des Mindestlohns von der guten Tarifpolitik haben. Das hätten wir gerne aufrechterhalten, diesen Mechanismus. Aber rechtlich ist es machbar, also deshalb gar kein dummes Zeug. Im Gegenteil, kann man rechtlich machen. Wir brauchen dafür politische Mehrheiten. Dafür müssen wir dann auch gemeinsam kämpfen. Ja, auch erstmal von mir, schönen guten Morgen. Auch ich bin sehr froh, dass du da bist heute Morgen, lieber Rainer. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, war das auf dem Gewerkschaftstag der Gewerkschaft NGG, meiner Gewerkschaft. Und da, genau, letzte Woche, und da war eins der zentralsten Themen die Arbeitszeit. Wir haben dort das Thema, dass die Arbeitgeber eher fordern, dass es möglich ist, dass es einen 12- oder 13-Stunden-Tag gibt. Wohingegen wir erleben, dass die IG Metall jetzt wirklich tollerweise durchgesetzt hat, dass Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen auch mal für zwei Jahre auf 28 Stunden reduzieren können. Das heißt, Flexibilisierung der Arbeitszeit ist ein Riesenthema für alle Menschen. Die Menschen möchten ihre Zeit eher zum Leben, als die nur auf der Arbeit zu verbringen. Jetzt ist für uns die Frage, ist mehr Flexibilisierung eigentlich an der Stelle der richtige Weg? Wie schaffen wir, dass wir auch Schutz hinbekommen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Und wir haben in unserem Papier auch geschrieben, dass unser Ziel eigentlich ist, dass wir eine 35-Stunden-Woche wollen bei vollem Lohnausgleich. Was sagst du dazu? Also erstmal dein Einstieg, Ansage an die Arbeitgeber. Wer meint, in Zeiten digitaler Arbeitswelt das Kind mit dem Bad ausschütten zu können und den 8-Stunden-Tag für obsolet erklärt, der legt sich mit uns an. Und zwar mächtig. Und ich glaube, mit uns allen gemeinsam.
Ja. Das ist ein Angriff auf soziale Errungenschaften, die wir in den letzten Tagen zum 100. Mal gefeiert und gewürdigt haben. Das war unter anderem, als die Monarchie gestürzt wurde, als die erste Demokratie auf deutschem Boden eingeführt wurde in der Novemberrevolution. Eines der Ergebnisse, die Einführung des 8-Stunden-Tages mit dem Stindes-Legien-Abkommen. Und davon werden wir auch 100 Jahre später keinen Abstand nehmen an die Arbeitgeber. Ganz klare Kante. Und ansonsten wissen wir, dass das Arbeitszeit völlig richtig für die Menschen, nicht nur für junge Menschen, auch für ältere Menschen, ein ganz zentrales Thema ist. Wir haben aber auch als Gewerkschaften gelernt, dass wir Zeit, Arbeitszeit über die gesamte Erwerbsbiografie in den Blick nehmen müssen und nicht nur bezogen auf die einzelne Arbeitswoche oder das einzelne Arbeitsjahr. Und da liegen riesige Chancen, wenn wir es denn ernst mit der Flexibilität meinen, die nicht aus betriebswirtschaftlicher Perspektive immer flexibler, aber immer unsicherer für die Beschäftigten durchgesetzt wird, sondern wenn wir den Anspruch von Menschen auf Zeitsouveränität ernst nehmen. Dass Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen ganz unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche an ihrer Arbeitszeit haben. Und die müssen sie bitteschön auch realisieren können. Und das geht am besten, Genossinnen und Genossen, mit Tarifverträgen, mit guter Tarifbindung. Und dann will ich das ganz praktisch machen, weil ich habe mich immer schon sehr mit dem Thema Arbeitszeit und Zeitsouveränität auseinandergesetzt und war auch mal selbst Betroffener, als ich Anfang der 90er Jahre unser zweites Kind kam. Meine Frau sagte, pass mal auf, du mit deinem Gewerkschaftsjob immer auf Achse, ist ein bisschen doof. Habe ich gesagt, stimmt, ich mache mal ein Jahr Sabbatical. Da gab es noch gar kein Sabbatical. Da war Franz Steinkühler, noch Vorsitzender der IG Metall, Mitglied im Vorstand der Böckler Stiftung, wo ich gearbeitet hatte, und der hat dann gesagt, hör mal, wo ist denn das Gesetz, in dem geschrieben steht, dass der ein Sabbatical machen darf? Das gab es noch nicht. Es gab auch noch keinen Tarifvertrag, aber wir haben es gemacht. Und warum? Weil das ist eine Form von Flexibilität, von Zeitsouveränität zur Vereinbarkeit von Beruf und Leben, Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Daran müssen wir anknüpfen und da helfen mir keine starren Arbeitszeiten. Das andere, die zweite Frage, natürlich muss es einen Referenzpunkt geben, einen Referenzpunkt für die wöchentliche Arbeitszeit. Und da ist für die Gewerkschaften, für fast alle Gewerkschaften, die Referenz immer noch die 35-Stunden-Woche. Und die 35-Stunden-Woche haben wir noch lange nicht in allen Branchen durchgesetzt, aber wir haben sie doch in vielen auf der Tagesordnung, allerdings immer mit der Perspektive, wie kann sie souverän, flexibel gestaltet werden, dass ich, wenn als junger Mensch sage, ich arbeite auch mal 40 Stunden für ein Jahr und weiß aber, dann habe ich ein Arbeitszeitkonto beispielsweise, kann denn kürzer arbeiten oder ganz innovativ, was die EVG, die Gewerkschaft Eisenbahnverkehr in der letzten Tarifrunde abgeschlossen hat. Geld oder Zeit? Da hatten die Menschen die Wahlmöglichkeiten. Ich glaube 5,5% mehr Einkommen oder 6 Tage weniger Arbeitszeit im Jahr. Und was hat sich gezeigt? 50% haben sich für Zeit entschieden. Sie konnten aber autonom darüber entscheiden, mehr Geld oder mehr Zeit. Also das sind Wege, die wir gemeinsam beschreiten müssen, und Souveränität steht für uns damit im Mittelpunkt über die gesamte Erwerbsbiografie, und da lasst Vielfalt blühen, 1000 Ideen, lasst sie uns tarifvertraglich umsetzen und gesetzlich flankieren. Danke. Monate einfach raus, ja? Mach einen kleinen Trip nach Australien oder weiß der Teufel wohin, ja? Warum? Das ist das Gute, was Andrea Nahles durchgesetzt hat, beispielsweise jetzt, also mit auf den Weg gebracht hatte bei der Brückenteilzeit. Wir haben zum ersten Mal auch das eingesetzt, was jetzt vor wenigen Tagen durch den Bundestag gegangen ist, Genossinnen und Genossen, das trägt eine Handschrift, die Handschrift der SPD. Ja, und es war in der letzten Legislatur, wo es an dem Widerstand der Arbeitgeber an der BDA gescheitert ist. Und was Andrea da durchgesetzt hat, ist, dass es einen Rechtsanspruch gibt, und zwar einer begründungsfreien Teilzeit. Dass Menschen hergehen können und sagen, ich will mal für einen Zeitraum bis zu 2 Jahren Teilzeitarbeit machen und habe dann den Rechtsanspruch auf Rückkehr auf einen Vollzeitarbeitsplatz.
Und was mir damals wichtig war, was wir mit Andrea gemeinsam diskutiert und letztendlich auch durchgesetzt haben, durchsetzen konnten, das ist nicht alles durchgesetzt worden, was wir durchsetzen wollen, aber ganz, ganz wichtig, begründungsfreier Rechtsanspruch auf Teilzeit. Ich muss dem Arbeitgeber nicht erklären, warum. Ich kann entscheiden, wenn ich mal für eine gewisse Zeit kürzer treten will, damit Arbeitszeiten zum Leben passen und nicht nur umgekehrt. Ja, auch wir als Zwölferrunde haben eine Idee aufgegriffen, die auch Andreas Handschrift trägt, nämlich die Idee eines Chancenkontos, also 20.000 Euro für jeden und jeden, um Weiterbildung oder Phasen beruflicher Neuorientierung finanzieren zu können. Deswegen jetzt an dich die Frage, wie können wir als SPD auch weitere Freiräume schaffen, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst individuell in ihren jeweiligen Lebensphasen zu unterstützen? Also das, was Andrea da vorgeschlagen hat, sind ja auch sowas wie, wir sagen, Ziehungsrechte. Ja? Also dass es Rechtsansprüche gibt, auf die ich mich beziehen kann und wo der Arbeitgeber nicht sagen kann, na, deine Nase passt mir nicht oder meine Profite sind zu gering und deshalb kriegst du das nicht. Nein, es muss Rechtsanspruch geben darauf, dass man solche Ansprüche hat, wiederum auch über die gesamte Erwerbsbiografie zu unterschiedlichen Zeiten, wann ich individuell der Meinung bin, das passt zu mir, das passt zu meinem Leben, das ist die Arbeitszeit, die zu meinem Leben passt und dafür Rechtsansprüche habe, die auch eine finanzielle Mindestabsicherung mit darstellen. Das ist die Idee dahinter und dafür sollten wir werben und dafür sollten wir dann auch Mehrheiten organisieren. Ich würde eine Frage zum Abschluss noch springen. Das haben wir schon ein bisschen gerade schon gestreift. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass ganz viele Leute Fragen haben, dass wir dann öffnen hier an der Stelle. Das eine ist, den Rechtsanspruch kürzer zu treten. Das andere ist aber die Frage Bildung, Weiterbildung, sich sofort bilden zu können über ein Chancenkonto oder aber auch die Frage, ob wir die Arbeitsversicherung zu einer Versicherung für eine lebenslange auch Qualifizierung weiterentwickeln sollen. Und wie schaffen Sie es überhaupt, wenn man sich die Weiterbildungslandschaft in Deutschland anschaut, das so zu organisieren, dass wir auch mit einer hohen gesicherten Qualität und mit hohen Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahlen das schaffen? Vielleicht kannst du noch was zu der Weiterbildung machen und dann öffnen wir für Fragen aus dem Publikum. Ich denke, das Weiterbildungsthema ist ein ganz zentrales Thema, gerade im Kontext mit digitaler Arbeitswelt. Wenn es denn so ist, dass die Halbzeitwerte von technologischen Innovationen immer kürzer werden. Und ihr erlebt das ja selber auch als Konsument in der Anwendung, in der Nutzung, ob das iPhones oder andere technologischen Hilfsmittel sind, das geht alles verdammt rasant schnell. Also der Halbzeitwert von technologischen Innovationen wird immer kürzer. Das bedeutet dann allerdings auch für uns, für die Beschäftigten, dass der Halbzeitwert unserer Kompetenz, unseres Wissens entsprechend kürzer wird und dass das lebensbegleitende Lernen, ich sage bewusst lebensbegleitend und nicht lebenslang, dass das lebensbegleitende Lernen wirklich eine Verpflichtung ist, damit die Leute fit für ihren Job bleiben. Auch das hat den Ursprung vor 100, 150 Jahren in der Arbeiterbewegung. Es waren SPD und Gewerkschaften, die mit Arbeiterbriefschulen angefangen haben, die Qualifizierung im Mittelpunkt gestellt haben der Menschen, damit die Verwertung ihrer wahren Arbeitskraft zu besseren Konditionen mit guter Bildung erfolgt. Auch darum geht es heute wieder, in modernen Zeiten, indem wir Bildung ganz zentral zum Thema machen, aber nicht nur funktional zur Verbesserung der Verkaufsfähigkeit der wahren Arbeitskraft, sondern auch aus dem emanzipatorischen Grunde heraus. Weil Bildung ist auch eine ganz zentrale Voraussetzung für Emanzipation. Bildung ist eine ganz zentrale Voraussetzung, auch politische Bildung, für Demokratie. Und die gilt es auch zu verteilen. Deshalb bin ich sehr für die Bildung, aber nicht nur in einem funktionalen Verständnis zur Verbesserung der Erwerbstätigkeit, sondern auch in einem demokratisch-partizipatorischen Verständnis muss Bildung wieder ganz oben auf die Agenda gesetzt werden. Und da sind alle Ansätze, Modelle, die wir da diskutieren, in die richtige Richtung gehen sie und wir müssen sie nur
nur gucken, dass wir das am Ende des Tages auch durchsetzen können. Da wäre ich immer sehr dafür, dass wir stabile gesetzliche Rahmenbedingungen haben, die dieses ermöglichen und ganz viel Spielraum haben, damit wir dieses tarifvertraglich oder auch mit Betriebsvereinbarungen ausfüllen können. Und da schließt sich wieder der Kreis, wo wir eingestiegen sind. Wenn ich die Tarifbindung erhöhe, kriege ich auch solche qualitativen Gestaltungsansätze viel besser durch und ich brauche stabile gesetzliche Rahmenbedingungen, die solche Grundrechte, Ziehungsrechte, ein Weiterbildungsrecht, eine Zertifizierung von Weiterbildung, damit dieser Wildwuchs da aufhört. Wir brauchen eine neue Funktionsbestimmung der Hochschulen im Bereich der Weiterbildung. Ich bin auch für eine Modularisierung der Weiterbildung, nicht eine Modularisierung der beruflichen Grundausbildung, aber im Erwerbsverlauf, in der Erwerbsbiografie müssen wir da viel fantasiereicher werden, aber wir müssen auch Standards setzen, damit dieser Wildwuchs ein Stück weit aufhört und wir brauchen Rechtsansprüche für die Menschen, dass sie es auch durchsetzen und in Anspruch nehmen können. Ja, dann würden wir jetzt mal öffnen. Super, ich sehe schon ganz viel Lärm. Ihr habt das vielleicht gesehen, wir haben schon ein paar Sachen mitgeschrieben, das nehme ich vielleicht noch als Bemerkung. Wir wollen, und das ist nämlich dann auch die Chance, dass ich hoffe, dass ihr sehr viele tolle Fragen stellt. Wir wollen die Ergebnisse sichern, nicht nur für unsere 12er-Runde, sondern wir werden das auch an den Parteivorstand, ans Willy-Brandt-Haus weitergeben, was heute hier diskutiert worden ist. Dann machen wir für dich genau hier so eine Fragerunde und gehen mal einmal so, würde ich sagen, rum und sammeln ein paar und dann versuchen wir beide dazu beantworten. Ne? Wir hatten gestern eine Veranstaltung, wo es auch um hybride Erwerbsformen ging. Ich habe jetzt so die Stichworte gehört, Tarifbindung, Arbeitszeit und ähnliches mehr. Ich frage mich, wie man halt mit diesen, unter Berücksichtigung dieser hybriden Erwerbsformen, also nicht nur das klassische Modell arbeitnehmerabhängiges Beschäftigungsverhältnis, sondern vielleicht auch Solo-Selbstständigkeit oder sonst was es da alles gibt. Da kamen auch Gewerkschafter zu Wort, die sagen, ey, wie organisieren wir das dann? Ja, das wäre die Frage, wie sehen Sie das an der Stelle? Eine der Antworten ist mit Sicherheit, dass wir die Systeme der sozialen Sicherheit zukunftsfest machen für solche hybriden Arbeitsformen. Dass wir sowas wie eine Bürgerversicherung haben, wo alle einzahlen. Ich habe ein ganz praktisches Beispiel. Als ich mich zur Wahl gestellt habe in den DGB-Bundesvorstand, habe ich die nicht ganz gedankenlose Anmerkung gemacht, dass mein Sohn atypisch beschäftigt ist, aber nicht prekär. Da haben die einfach mal geguckt und gesagt, was will der eigentlich? Wir haben heute neue Formen der Beschäftigung, die wir als atypisch bezeichnen, weil sie nicht mehr dem klassischen Normalarbeitsverhältnis entsprechen. Der Alleinverdiener in der Familie, in der Regel Mann, weiß mit einer durchgängigen Erwerbsbiografie. Die Zeiten sind weitestgehend vorbei, sondern wir haben auch hier eine Durchwachsung, eine Flexibilisierung von Erwerbsbiografien, wo auch der Wechsel zwischen abhängiger Beschäftigung und selbstständiger Beschäftigung durchaus immer größer wird. Mein Sohn ist dafür ein Beispiel, hat viele Jahre als Selbstständiger gearbeitet, atypisch, nicht prekär, weil er dann trotzdem gut Geld verdient, aber der hat einen Punkt kam, der mal an, sagte, wo soll ich mich eigentlich versichern, Rainer? Das ist mir zu doof, dass ich immer gucken muss, wo die private Versicherung am besten ist. Mir wäre eine Bürgerversicherung am liebsten, damit ich weiß, hier sind sichere Rahmenbedingungen, dann ist auch sozusagen die Flexibilität zwischen verschiedenen, Standards, die man hat, und den unterschiedlichen Status, den man hat, also Selbstständiger oder abhängig Beschäftigte, nicht mehr so kompliziert, wenn das in einer Bürgerversicherung beispielsweise für alle gemeinsam geregelt wird. Gut, dann würden wir hier jetzt weitermachen. Ja, erstmal, wir haben ja gemerkt, dieses Wort lebenslanges Lernen ist ja in der Praxis für viele auch abschreckend. Deswegen finde ich es gut, wenn du den Ausdruck lebensbegleitendes Lernen ausdrückst, weil dann auch deine andere Anregung mit dem Wildwuchs. Ja, wir sind in einer, ich sage jetzt mal, kleinen Großstadt in Lünen bei Dortmund und wir sind gerade dabei, hier bei den Anbietern ja einen gewissen Standard zu entwickeln, wo wir dann auch über unsere Beratung sagen können, wenn du überhaupt dich in diese Richtung entwickeln willst, wohl, dann kannst du zu dem gehen oder zu dem und der eine hat den Schwerpunkt und der andere den anderen. Also wir müssen einfach auch diese Schwelle überwinden, ja, dass man den Leuten quasi dieses Weiterbilden aufs Auge drückt, sondern es muss eigentlich im ganz normalen Ablauf sein
Und da denke ich jetzt zum Beispiel auch, wir haben ja auch durchgesetzt, dass es Betriebsrenten gibt. Wir haben dann eben auch die Möglichkeit, ja, über unsere politischen Ebenen zu sagen, wir möchten gerne die Weiterbildung auch gesetzlich geregelt haben, ja, dass es dann auch die Arbeitgeber verpflichtet, das nachzuweisen. Also hier weniger eine Frage, deswegen würde ich jetzt mal ein, zwei Sachen sammeln. Ich lasse mich da einen Punkt aufgreifen, okay. Weil den finde ich nochmal gut. Ich habe es dir nicht erklärt, aber du hast es gesagt. Ich sage bewusst nicht lebenslanges, weil lebenslang hört sich immer so an wie lebenslänglich gleich Knast. Das will keiner. Aber da steht noch was anderes hinter. Ich habe die Erfahrung gemacht, als wir die ersten Tarifverträge abgeschlossen haben zur Weiterbildung. Da waren die Menschen gar nicht so, unsere Mitglieder gar nicht so begeistert. Weil die haben immer gesagt, Hoffmann, dieser Weiterbildungsanspruch, 1,5% mehr Lohnerhöhung wäre mir lieber gewesen. Weil die Menschen haben natürlich auch nicht nur positive Bildungserfahrungen. Das muss man, glaube ich, sehen. Ja? Das ist auch ein bisschen abschreckend. Schon wieder in die Schule. Ich bin doch jetzt da raus und ich will nicht wieder hin. Oder der Druck, ja, ich muss das nur machen, damit ich meinen Job nicht verliere. Auch ein bisschen Zwangscharakter. Darum müssen wir raus. Und ich sage, Bildung muss auch wieder Spaß machen können. Wir brauchen wirklich einen kulturellen Wandel, wo Bildung wirklich Menschen Bock drauf haben, dass geil ist, man gerne hingeht. Aber dann müssen wir unsere Bildungsinstitutionen auch so ausstatten, dass sie wirklich einladen, dahin zu gehen, dass Berufsschulen, Schulen die Leuchttürme der Republik werden und nicht Versicherungen und Bankentürme. Darauf kommt es an. Also da wir wirklich noch sehr viele Fragen, würde ich jetzt 3-4 Fragen sammeln und du würdest anfangen. Naja, ist ja ein Workshop und nicht nur eine Fragerunde. Also mir ist aufgefallen, oder ich kann vielen von dem, was der Rainer Hoffmann gesagt hat, 100% zustimmen. Ich finde nur, es geht an der Wirklichkeit vorbei. Es ist der Selbstbetrug der SPD und auch der Gewerkschaften, dass Arbeitsleben in gut organisierten Großbetrieben stattfindet. Die meisten Leute arbeiten in kleinen Betrieben, in Handwerken, in den neuen Gesellschaftsformen, die so der digitale Wandel mit sich gebracht hat, also in ganz kleinen Einheiten. Da haben wir keinen gewerkschaftlichen Einfluss. Da gibt es über die von dir eben beschworene Tarifbindung. Wo soll die denn da stattfinden? Da gibt es keine Gewerkschaften, da gibt es gar nichts, wo man irgendetwas durchsetzen könnte. Das Gleiche gilt also für die Arbeitszeitökonomie. Selbst in gut organisierten Betrieben, ich arbeite zum Beispiel als Freier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da haben wir 50% freie Mitarbeiter. Die Gewerkschaften in diesen gut organisierten Betrieben, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, haben es nie geschafft und haben sich auch eigentlich nie dafür interessiert, die gleichen Rechte für die freien Mitarbeiter zu machen. Das ist bei uns selbstverständlich, dass wir 13, 14, 15 Stunden am Stück arbeiten. Und das Dritte ist, die Bildung ist angesprochen worden, das muss doch nun auch im Bereich der Weiterbildung eine staatliche Aufgabe sein. Welcher Kleinunternehmer soll denn seinen Mitarbeitern lebensbegleitendes Lernen für 20.000 Euro zu finanzieren? Sind wir froh, wenn sie denen 20.000 Euro Lohn zahlen können. Gut, da drüben gab es hier auch heftiges Nicken und Klatschen bei denen, dann würde ich jetzt hier bei Ihnen weiter, bei dir weitermachen. Genau. Ich würde es lieber selber, ja, okay, danke. Also, genau, also ich möchte da anschließen. Ich habe den Eindruck, dass, ich weiß nicht, wir duzen uns ja, ich bin seit April SPD-Mitglied, ich bin noch sehr frisch, aber ich bin, danke, aber es könnte auch sein, dass ich wieder austrete, weil die Wirklichkeit, die Sie beschrieben haben, die sehe ich überhaupt nicht. Sie haben gesagt, weise Männer haben Berufstätigkeit und versorgen Familien, das war in der DDR nie so. Das ist in der Bundesrepublik seit 20 Jahren überhaupt nicht mehr so. Und heute ist es so, dass Frauen und Männer arbeiten, sich abrackern, gehetzt durchs Leben rennen, bis sie ihre Kinder so weit haben, dass sie wieder politisch aktiv werden können. Davor haben sie keine Zeit, sich politisch zu engagieren, weil sie rennen und hetzen. Und ich finde, Sie haben ein Bild von Deutschland, das stimmt überhaupt nicht mehr. Das ist meine Antwort auf Ihre Aussagen bisher. Ich bin noch nicht ganz fertig. Dann ein Jahr Sabbatical, das war für Sie ein Privileg in den 90er Jahren. Das können heute, wie er das eben schon gesagt hat, kaum jemand.
50% der Menschen sind nicht tariflich gebunden in Arbeit. Kleinbetriebe machen alles möglich. Es gibt familienfreundliche Betriebe, die ganz toll auf ihre Mitarbeiter aufpassen, aber nur nach Kräften und nur, wenn es der Markt erlaubt. Und die Gesetzgebung macht es mittelständischen Betrieben unfassbar schwer, durch schnell ändernde Gesetze, Rücksichtslosigkeit für langfristige Investitionsvorhaben im Maschinenbau, werden so schnell die Gesetze geändert, dass man sich gar nicht darauf einstellen kann. Das sind die Aufgaben der SPD. Das sind die Aufgaben der SPD. Gut, dann noch eine Frage würde ich anschließen und dann würde ich dir nochmal das Wort geben. Schließe ich unmittelbar an, wenn das die Partei der Arbeit ist, ne, dann ist mir das egal, ob es eine Frau, ein Mann ist, ob der seine Wurzeln in Hessen hat, in Sachsen, in der Türkei. Und der deutsche Arbeiter am Stammtisch, das sage ich nur, weil es gestern so war, der ist auch nicht per se ein Rassist, sondern das ist ein SPD auch für unser Klientel. So, wir reden über Erziehungsurlaub, Brückenteilzeit, all das, alles wunderbar. Wisst ihr, was wir gerade übrig haben für die Leute, die hart arbeiten und vielleicht 2000 Euro verdienen? Den Mindestlohn, nicht mehr. Und ich frage jetzt mal für die SPD, wo sind diese Leute überhaupt bei euren Ideen? Und ich sag mal, warum kann die SPD nicht sagen, dass jeder Mensch in Deutschland, der arbeitet, 2000 Euro im Monat verdient, ohne Steuern zu zahlen, ohne Sozialabgaben und trotzdem versichert ist? Warum nicht das? Also die Frage fernab von jeglicher Realität, was wir hier diskutieren. Also man kann ja über Realitäten immer mächtig streiten und hat ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich finde, man muss das auch alles ernst nehmen. Ich habe eine Sache gelernt von meinem alten Lehrer Oskar Necht in der damals in der gewerkschaftlichen Bildungs- und Jugendbildungsarbeit. Und das ist ein Problem auch von Gewerkschaften. Ich glaube auch von der SPD. Dass wir einfach mal, glaube ich, zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Selbsteinschätzung der Menschen im Hinblick auf ihre persönliche Lebenssituation so dramatisch schlecht nicht ist. Wir wissen, 20% der Beschäftigten in diesem Land sind im Niedriglohnsektor gefangen und das gilt es auch zu skandalisieren. Völlig richtig. Aber die Mehrheit der Bevölkerung, die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen subjektiv, die Lage ist gar nicht so schlecht. Und die Menschen, denen es schlecht geht, da komme ich mit einem alten Spruch von Oskar Necht, der sagt, Rainer, den Menschen, denen es schlecht geht, die brauchen keine Partei, die brauchen keine Gewerkschaft, die ihnen erklärt, dass es ihnen schlecht geht. Das ist die Verdoppelung von Realität. Das wissen die nämlich besser selber. Das wissen die besser selber. Und wir sollten aufhören, für die Leute zu sprechen und ihnen ein Bild zu zeichnen, wo sie möglicherweise eine andere eigene Wahrnehmung haben. Deshalb sage ich, auch wir müssen raus aus unseren geschlossenen Räumen. Die Kritikpunkte im Einzelnen kann ich gut aufgreifen, können wir gerne diskutieren. Völlig richtig, ja, dass bestimmte Sachen einfach auch nur dann gehen, wenn ich ein solides Einkommen habe. Wenn ich kein solides Einkommen habe, brauche ich über Sabbaticals nicht zu philosophieren. Das ist doch völlig richtig. Aber dass die Menschen es wollen, dass sie Perspektiven wollen, dass wir ihnen auch ein Stück weit konkrete Utopien anbieten, wie diese Gesellschaft besser werden kann. Darauf kommt es an und dafür müssen wir streiten und dafür müssen wir uns engagieren. Und da haben wir alle ein Problem. Das Problem der Gewerkschaft ist vergleichbar mit der Partei, mit allen Parteien. Parteien, der Unterschied zwischen Gewerkschaft und Parteien ist, Parteien müssen Wahlen gewinnen. Gewerkschaften sind Mitgliederorganisationen. Und nur durch Organisationsmächtigkeit, durch einen hohen Organisationsgrad, sind wir konfliktfähig. Und dann erlebe ich, dass in vielen, vielen Befragungen dass der Eindruck bei den Menschen ist, Gewerkschaften in diesem Land sind wichtig, bis sehr wichtig. Aber, naja, mit mir hat das nichts zu tun. Das müsst ihr schon machen. Und das ist genau das Bild auch von den freien, von den Selbstständigen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das ist ein Bild von Gewerkschaft, das immer heißt, ihr müsst mal machen. Geht nicht, ihr müsst mal machen. Wir müssen gemeinsam machen, weil Gewerkschaften können nur dann handeln, wenn sie ordentliche Mitglieder haben und keine Stellvertreterpolitik für die machen, die nicht organisiert sind, aber uns immer sagen, was wir zu machen haben. Das funktioniert nicht und das müssen wir mal in der Deutlichkeit sagen. Und zwar richtig engagiert, weil der Mindestlohn, wir haben ihn Gott sei Dank durchgesetzt. Und ich kann gut verstehen, dass wir bei den Menschen, die den Mindestlohn bekommen, wir einen Organisationsgrad haben unter 2%. Da haben wir etwas politisch hingekriegt, ohne dass sie Mitglied sind. Und mir wäre lieber, sie bräuchten keinen Mindestlohn, sie würden in Buden arbeiten mit Tarifbindung, dann würde es ihnen nämlich deutlich besser gehen. Aber auch da schließt sich der Kreis wieder.
Die Tarifbindung setze ich nicht nur durch den Gesetzgeber. Ich brauche am Ende des Tages auch eine Konfliktfähigkeit in meinen 8 Mitgliedsorganisationen. Und die Bude muss mindestens mal 50% organisiert haben, damit ich in den Streik gehen kann. Weil wenn ich nur 20% in der Bude habe, brauche ich mit dem Streik erst gar nicht anzufangen. Da falle ich auf die Schnauze. Das müssen wir auch in der Deutlichkeit sagen, wo unsere Kampfkraft, wo unsere Stärke liegen. Und positiv nach vorne Orientierung geben und nicht immer nur die Verhältnisse lamentieren, sich darüber beklagen. Nein, es kommt darauf an, dass wir zeigen, wie es besser geht, Menschen erreichen, bei uns Mitglied werden und uns wählen. Das ist die Botschaft. Genau, ich würde da gerne auch noch mal was zu sagen, weil ich euch ganz dankbar dafür bin, dass ihr das noch mal angesprochen habt, wo, wie ich finde, ja sehr deutlich wird, wie unterschiedlich die Arbeitsrealität ist und wie unterschiedlich auch die Antworten sein müssen, die wir als SPD finden. Wenn, diese ganze Debatte will ich nicht aufmachen, aber ihr kennt die alle, die Frage ist, ob es überhaupt heute noch zeitgemäß ist, dass es Volksparteien gibt und ob die SPD überhaupt noch Volkspartei sein kann. Rainer hat das für die Gewerkschaften gesagt, aber ja auch auf die SPD übertragen. Es ist auch immer eine Frage von Mitgliedern und Wahlengewinn, aber natürlich ist total wichtig, dass wir diese Gruppe von Menschen, die eben für weniger als 2000 Euro Vollzeit arbeiten, nicht aus dem Blick lassen. Und für mich ist an der Stelle, und das haben wir auch in unserem Papier, aber tatsächlich auch die oft, das ist zumindest das Feedback, was wir bekommen haben, radikale Forderung nach einem Sprung beim Mindestlohn auf 12 Euro eigentlich schon mal die erste und ich finde auch die wichtigste Antwort, weil ich als erstes dahin kommen möchte, dass wir in Deutschland keine Löhne mehr haben, die so prekär sind, dass man davon nicht leben kann. So, und von daher will ich das nochmal betonen, weil das, glaube ich, der wichtigste erste Schritt ist. So, und an dem zweiten Punkt, finde ich, ist gerade für mich ein bisschen das wahrgenommen, was ich jetzt auch mal aus der Perspektive von mir oder von uns, von den Zwölfen, benennen kann, die jetzt seit einem Jahr im Bundestag sind, die jetzt wieder in dieser großen Koalition sind. Und ihr wisst, es ist nicht die erste große Koalition seit wenigen Jahren, sondern wir sind wieder da reingegangen als SPD. Wir haben uns dem damit schwer getan und bei uns in der Gruppe gab es sowohl Personen, die dagegen gestimmt und dagegen geworben haben, als auch Personen, die gesagt haben, nein, aufgrund der Konstellation, nachdem Jamaika geplatzt ist, ist es richtig, da reinzugehen. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass eine große Herausforderung für uns als SPD auch darin liegt, deutlich zu machen, wo wollen wir hin, aber wir werden auch gemessen daran, da wir jetzt in Regierungsverantwortung sind, was passiert gerade. Und wir haben gerade letzte Woche das Familienentlastungsgesetz beschlossen, das vor allem prozentual diejenigen stärker entlastet von den Lohnnebenkosten durch Entlastung bei der Einkommenssteuer, die eben Einkommenssteuern zahlen und prozentual diejenigen, die gering verdienen, mehr verdienen, indem wir den Grundfreibetrag angemacht haben. Jetzt kann man, finde ich, als SPD an der Stelle, und ich war keine Freundin der Großen Koalition, sondern ich war dagegen, aber an der Stelle sagen, das war schon besser, dass die SPD an der Stelle mitgestaltet hat, weil es einen kleinen Schritt nach vorne geht. Die Erwartungen, die ich aber an sozialdemokratische Politik habe, sind dadurch noch längst nicht erfüllt, weil wir bereits noch nicht die Kinderarmut damit wirklich anpacken, weil diejenigen, die eine Erhöhung des Kindergelds bekommen, aber im Sozialleistungsbezug sind, da wieder raus sind. Da muss noch ein weiteres Gesetz kommen. So, aber so sind wir an den Stellen, finde ich, im Moment wieder dabei, dass wir auch gerade diese Gruppe, kann ich sagen, in dem Regierungshandeln und dem, was wir letzte Woche im Bundestag beschlossen haben, ein kleines Stück weiterkommen. Aber bei weitem nicht so viel, wie wir es eigentlich müssten, weil wir eben einen Koalitionspartner haben, der das grundsätzlich anders sieht. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Warum macht die SPD nicht den Vorschlag in der Großen Koalition, in ihrem Programm, dass jeder Mensch, der 2000 Euro verdient, davon keine Steuern, keine Abgaben zahlt, aber versichert ist? Und wo holen wir das her? Indem wir höhere Steuern holen. Nämlich, das ist ein bisschen Umverteilung. Und da frage ich mich, wo ist dieser Vorschlag? Weil die Leute, die ihr da so ein bisschen mit Mindestlohn, das ist wunderbar, ne? Die wollen angesprochen werden von der SPD. Und wenn die SPD, Entschuldigung, Zeigefinger, ne? Wenn die SPD der Partei der Arbeit ist, dann muss er sich um diese Leute kümmern. Denn die werden nicht darauf warten, ob die SPD sich als Volkspartei wohlfühlt. Ja, ich glaube, aber es geht nicht irgendwie um die Frage, ob wir als Partei uns wohlfühlen. Und für das Thema Steuern haben wir ein anderes Papier gemacht. Wir müssen das über Steuern gegenfinanzieren. Aber ich sage dir halt auch ganz ehrlich, in der Großen Koalition steht ein Satz. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Es gibt noch viele, viele weitere Fragen. Ich denke, wir sollten auch möglichst vielen Leuten die Chance geben, auch ihre Fragen jetzt an Rainer zu stellen.
Und ich würde jetzt noch mal ein paar sammeln, warne euch aber vor, dass wir noch 10 Minuten Zeit haben, weil wir einfach ein echt enges Zeitbudget haben und es einfach auch klar ist, dass es bei dem Thema sehr viel zu diskutieren gibt. Und deswegen würde ich dich bitten, halt dich kurz und stell deine Frage. Ja. Als Mitglied des AFA-Landesvorstands in NRW möchte ich dich noch mal fragen, wie kannst du die Partei noch stärker beeinflussen, dass sie wieder den Kampf gegen Mindestlöhne und Leiharbeit aufnimmt und verstärkt? Wir haben jetzt eine Diskussion ums bedingungslose Grundeinkommen. Viel wichtiger ist aber, dass die Arbeit gestärkt wird, dass gute Arbeit gut belohnt wird und dass Menschen eine Zukunftsperspektive haben. Das geht auch in die Richtung dessen, was der Genosse gerade hier vorne neben mir gesagt hatte. Okay, Arbeit stärken. Ja, also mir geht es um den Begriff, der hier drin steht, wir wollen die Ausweitung der Art des Arbeitnehmerbegriffes bekommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, gestern und heute werden wir immer mehr Arbeitsverhältnisse haben, die nicht so organisiert sind, Arbeitsplatz und Betrieb, sondern Arbeitsverhältnisse haben, Clickworker, ich kenne die ganzen Begriffe nicht. Meine Frage an die Gewerkschaft, wie auch an meine Partei ist, wie machen wir den Menschen klar, dass sie Arbeitnehmer sind und dass sie lohnabhängig beschäftigt sind. Wie kriegen wir die Argumente zusammen, um diese Menschen wieder in die Gewerkschaft zu bringen? Die hat ja auch Probleme mit den Mitgliedern. Und was kann die Partei denen anbieten? So, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen jetzt noch eine weibliche Fragestellerin an. Mhm. Gut, Britta Schlag ist mein Name. Ich wollte noch mal sagen, ich finde Mindestlöhne, Leute, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, auch ganz, ganz wichtig. Aber das, was die Genossin angesprochen hat, dass Menschen gehetzt durchs Leben laufen und auch in gut bezahlten Berufen der Druck enorm groß ist, das müssen wir auch im Auge behalten und da Lösungen anbieten. Ich finde, dass eine Lösung wäre zum Beispiel, dass jeder ein Konto hat, dass er aussteigen kann auch mal. Denn das Sabbatjahr oder Sabbatical, das muss man sich ja selbst finanzieren, selbst ansparen. Und wenn du in Hamburg, München, Stuttgart wohnst mit 12 Euro Quadratmeter Miete, ist ja noch eher niedrig oder normal, die höheren sind viel höher, dann kannst du nicht einfach mal ein Freijahr, ein Sabbatjahr dir ansparen, nicht? Und da muss ein Freiraum. Nein, meine Bemerkung ist, ich finde, wir müssen als SPD auch an diese Beschäftigung denken und da Freiräume schaffen, und zwar auch bezahlte Fortbildungs- für Pflege, Kindererziehung, Freiräume schaffen. Dann haben wir jetzt hier noch. Also ich sage jetzt mal sehr fokussiert, was ich möchte. Ich denke, wir sind in einem ruinösen internationalen Arbeitswettbewerb. Alles, was wir hier an guten Leistungen für unsere Mitarbeiter und DGB-Mitglieder und sonstige Leute geschafft haben, das wird am Rest der Welt, wird das gerade alles aufgelöst und möglichst billig gemacht. Und auch wir bestellen immer da die Dinge, wo sie am billigsten sind. Dafür brauchen wir eine Lösung. Und das hier kommt mir vor wie ein Wunschkonzert. Unsere Industrien, es sind ja nicht alle Arbeitgeber schlecht, unsere Industrien sind in diesem Wettbewerb. Und wenn wir auf die Lasten, die sowieso aus Umweltschutz und anderen tragen, immer noch weiter raufladen, dann habe ich einfach die Befürchtung, dass wir irgendwann keine Arbeitsplätze oder nicht mehr so viele gut bezahlte haben. Was kann die SPD das in ihrem Programm mit berücksichtigen? Gut, da wir jetzt wirklich 10:55 haben, würde ich vorschlagen, ich gebe jetzt nochmal an euch beide zurück und würde dann dem Johannes Schraps, der auch noch aus unserer 12er-Runde hier ist, die Chance geben, auch noch was zu sagen, weil ich denke, er hat die Papiere mitgeschrieben und das wäre eine gute, wäre fair. Ganz kurz, die erste Frage, was kann der DGB machen, nicht damit die SPD, sondern die Parteien insgesamt sich dem Thema annehmen, gute Arbeit in diesem Lande sicherzustellen. Und das machen wir permanent, wir sind Einheitsgewerkschaft, deshalb rede ich mit allen Parteien, mit einer Ausnahme. Und da kann ich nur sagen, bezogen auf die letzte Bundestagswahl, schaut euch an, was im Wahlprogramm der SPD drin gestanden ist. Das war fast deckungsgleich mit unseren Vorstellungen zur Gestaltung von guter Arbeit, der Ausbau von Mitbestimmung, die Stärkung der Tarifautonomie, die Frage der Weiterbildung.
alles Themen, die ihr aufgegriffen habt. Richtig gut, richtig klasse, weit mehr als manch andere Parteien. Und deshalb sage ich, das reicht nicht, sondern wir brauchen auch politische Mehrheiten. Und darauf kommt es dann letztendlich an, dass er dieses deutlich macht. Wie ist das mit den Clickworkern? Wie gehen wir darauf zu? Wir hatten gerade letzte Woche NGG-Kongress. Diese neuen Arbeitsverhältnisse, diese neuen Arbeitsformen, die entstehen, sind ja sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr bunt. Ich nehme nur ein Beispiel, das war auf dem DGB-Kongress Thema gewesen, als auch jetzt auf dem Kongress der NGG in Leipzig. Deliveroo. Jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwo seine Pizza oder andere Gerichte mit dem Kurierdienst nach Hause kommen lassen. Das ist ja ein Markt von Logistik, die geradezu florieren, wo die mit Fahrrädern die Essensversorgung und Essenszulieferung machen. Deliveroo wollte nie einen Tarifvertrag, wollte nie Betriebsräte. Die Menschen haben irgendwann erkannt, es geht nicht ohne Betriebsräte. Und, was haben sie gemacht? Erfolgreich einen Betriebsrat gegründet. Das ist das, wo die Menschen merken, sie kriegen es nicht alleine hin, sie brauchen kollektive Formen, wie beispielsweise ein Betriebsrat oder einen Tarifvertrag. Und da sind sie auf einem richtig guten Weg und haben einiges in Bewegung gesetzt. Das war auch ein tolles Zeichen für andere, dass praktische Solidarität möglich ist. Und Deliveroo hat mittlerweile akzeptiert, dass es einen Betriebsrat gibt. Hat ein bisschen gedauert, aber das ist immerhin ein erster Teilerfolg. Und solche Beispiele gibt es mehr und mehr und mehr. Die müssen wir auch mal wieder deutlich machen, zu zeigen, die Kraft der Solidarität, wenn Menschen zusammenstehen, das ist es, was letztendlich zur guten Arbeit, zur Gestaltung von guter Arbeit beiträgt. Und das geht häufig auch nur noch im Konflikt. Auch das ist richtig zu unterstreichen, dass wir diesen Konflikt, wo immer nötig, denn auch austragen und ihn auch brauchen. Die Frage, gib mir noch mal ein Stichwort. So, spricht mir völlig aus dem Herzen. Wir können viele Fragen zur Gestaltung der Arbeit, insbesondere in der digitalen Arbeitswelt, überhaupt nicht mehr national in den Griff bekommen. Sondern wir brauchen mindestens mal eine europäische Ebene, um Arbeitsstandards, Arbeitnehmer, Sozialrechte zu sichern und auszubauen. Weil wenn ich die Click- und Crowdworker, wenn ich dafür in Deutschland sage, wir definieren einen Arbeitnehmerbegriff, und der Mensch sitzt aber gar nicht in Deutschland. Der kann seine Dienstleistung überall anbieten, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern möglicherweise auch in Indien oder sonst wo. Denn zeigt sich, dass die globale Dimension der Arbeit sich ungeheuerlich beschleunigt hat. Und da sage ich auch ganz selbstkritisch, rennen wir ein bisschen hinterher, dass wir diesen Anforderungen auch global Antworten drauf geben. Es gibt ein praktisches Beispiel aus den letzten Monaten, dass es uns immerhin gelungen ist, die Entsenderichtlinie, das ist für die Dienstleistungsbedingte Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass Menschen aus Bulgarien, Rumänien oder sonst wo, die hier in Deutschland arbeiten, der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort durchgesetzt wurde. Und dass wir dieses europäische Gesetz durchgesetzt haben, hat auch was damit zu tun, dass wir extrem eng gut zusammengearbeitet haben, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene. Aber diesen Blick, diese Dimension, deine Aufforderung kann ich nur unterstützen. Lass uns genau hingucken, wie kriegen wir das auch europäisch, global in den Griff, weil Arbeit sich zukünftig nicht nur national definiert, sondern mindestens mal im europäischen Maßstab. Und deshalb müssen wir Europa mit in den Blick nehmen. Letzter Satz, Europa ist viel zu wichtig, als dass es scheitern darf. Das ist die nächste Herausforderung, vor der wir alle im Mai nächsten Jahres stehen. Danke, Stille. Ich will eine Ergänzung noch machen, weil du danach gefragt hattest, welche Lösung gibt es, dass wir alle nicht so gehetzt durchs Leben laufen. Und natürlich ist die Frage des Sabbaticals eine, die insbesondere die Leute betrifft, die es sich überhaupt leisten können, das zu machen. Aber wir haben einen Vorschlag, den hat der Lars Klingbeil, ich glaube, in der letzten Woche eingebracht. Und ich finde, wir sollten in diese Richtung weiterdenken. Wir haben damals mit der Elternzeit begonnen zu sagen, es gibt eine staatliche finanzielle Unterstützung, wenn jemand nicht weiterarbeitet, weil er für einen Zeitraum rausgeht, um sich um die Kinder zu kümmern. Und der Vorschlag, der als nächstes im Raum liegt, ist das, unter das Stichwort ein Grundeinkommensjahr, in dem es die Möglichkeit gibt, dass man sagt, für das, was jemand eingezahlt hat, pro Jahr, das eingezahlt wurde und gearbeitet wurde, gibt es die Möglichkeit mit
der Vorschlag, der im Raum steht, 1.000 Euro staatlicher Finanzierung, dann pro Jahr Arbeit einen Monat rauszugehen, maximal also alle 12 Jahre für ein Jahr rauszugehen. Ob das dann genau die Zahlen sind, ist, glaube ich, eine Sache, die man dann nochmal durchdiskutieren muss. Aber dahin zu gehen, nachdem wir gesagt haben, wir zahlen ein Elterngeld, die Menschen werden staatlich unterstützt, wenn sie rausgehen in der Zeit, weiterzuentwickeln und eben weg davon zu kommen, sie müssen nicht begründen, was sie dort machen, sondern sie können einen Anspruch erwerben, um diese Auszeit zu nehmen, weil sich eben dieser Arbeitsdruck und Zeitdruck erhöht in dieser immer schnelllebiger werdenden Zeit. Ich danke fürs Zuhören, schön, dass ihr da wart, möchte das Schlusswort aber jetzt noch dem Johannes geben, der auch Teil unserer Zwölfergruppe ist. Dankeschön, viel Spaß noch. Danke, Wiebke. Ich glaube, den Applaus habt ihr hier vorne tatsächlich verdient. Ich glaube, das war schon mal eine sehr, sehr gute Diskussion. Wenn du von 12er-Runde immer sprichst, für die, die dazugekommen sind, will ich das vielleicht nochmal kurz sagen. Wir sind 12 junge, neu gewählte Abgeordnete, die wir uns eigentlich zusammengefunden haben, nach einer Weile, um ein bisschen zu evaluieren, wie wir die erste Zeit als neu gewählte Abgeordnete im Bundestag erlebt haben. Und daraus hat sich dann einfach aus den Diskussionen entwickelt, dass wir gesagt haben, an manchen Stellen geht uns die Diskussion nicht weit genug. Wir müssen noch mal weitergehende Positionen formulieren. Das haben wir in verschiedenen Thesenpapieren gemacht. Und gerade die Frage der Zukunft der Arbeit ist natürlich was, was auch über alle Themenbereiche hinweg für alle interessant und ein wichtiges Thema ist. Nichtsdestotrotz bringen wir als 12 junge Abgeordnete aus verschiedenen Themenbereichen mit verschiedenen Hintergründen unsere Blickwinkel in diese Arbeit mit ein. Bei mir ist es der europäische Blickwinkel. Rainer und ich, wir kennen uns schon seit längerer Zeit. Ich habe ein Praktikum mal als junger Pröks gemacht am Europäischen Gewerkschaftsinstitut in Brüssel. Da warst du gerade auch in dem Haus am Place Rogier. Und deswegen bin ich sehr dankbar für die letzte Frage, die hier eben nochmal kam, nämlich diesen internationalen Blickwinkel. Wir können, glaube ich, und das ist aus der Diskussion hier deutlich geworden, viele Regelungen auf nationaler Ebene in Deutschland machen, aber damit kommen wir nicht weit, wenn wir nicht den europäischen Blickwinkel, den internationalen Blickwinkel in den Blick nehmen und wenn wir versuchen, da gemeinsam Lösungen auf europäischer Ebene zu finden. Wenn wir also über den Mindestlohn sprechen, dann müssen wir auch über einen europäischen Mindestlohn sprechen. Auch das ist was, was wir in unserem Papier formuliert haben. Und Rainer hat eben noch mal ein bisschen was dazu gesagt, diese europäische Ebene. Unternehmen, Arbeitgeber arbeiten grenzüberschreitend in den allermeisten Fällen. Auch die Arbeitnehmervertretungen und die Regeln für Arbeit müssen grenzüberschreitend hinbekommen werden, auch auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene. Da gehören die ILO-Kernarbeitsnormen dazu und eben auch ein europäischer Mindestlohn. Wir nehmen viel aus der Debatte hier heute mit, sowohl als 12 junge Abgeordnete. Ich glaube, wir haben gemerkt, es sind noch so viele Wortmeldungen gewesen, dass wir alle uns da weiter auch einbringen müssen und diese Diskussion in der Partei auch weiter vorantreiben müssen, damit wir unser Programm schärfen, unser Profil schärfen, gerade in diesem Bereich der Arbeit. Und ich glaube, auch Rainer hat heute noch mal eine Menge mitgenommen, nicht nur erklärt und nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch viel aus den Fragen mitgenommen in die Gewerkschaftsarbeit. Euch noch mal ganz herzlichen Dank, dass ihr heute Morgen hier alle dabei wart und noch einen tollen Tag heute auf dem Debattencamp. Vielen Dank.